Mit der Aktion Design sitzt sollen im Sommer 2012 rund 150 individuell gestaltete Designbänke im gesamten Salzburger Stadtgebiet als Orte des Verweilens und der Kommunikation präsentiert werden. Ersten Prototypen für die Aktion Design sitzt machen kann. Dazugekommen bin ich über die Firma Prinos. Die Firma Prinos wurde von der Frau Polzer beauftragt. Jetzt ist die Patin dieser ersten Band sozusagen, eine Künstlerin zu suchen, und sie sind dann an mich herangetreten, und so habe ich die große Freude eben, das machen zu können. Die Künstlerin Jutta Kovacs gibt durch ihre Open-Air-Malaktion den künstlerischen Auftakt für Künstler und Designer, die jene 150 Bänke gestalten sollen, die von Mitte Juni bis Anfang September 2012 außergewöhnliche Blick- und Sitzpunkte bieten werden. Kulturverlag Polzer, der die Festspielzeitschrift Salon herausgibt. Und so haben wir jetzt Gedanken gemacht, wie ich eben eine Bank gestalten kann. Eben Gedanken gemacht über Kunst und Kultur, philosophische Gedanken, welche Wörter oder kurze Statements zu diesem Thema passen. Und von der Farbigkeit auch habe ich mir gedacht, so diese schönen Rottöne, das ist, hängt auch viel auch mit Theater und Filmen auch zusammen. Das kommt immer wieder vor. Die Kostüme sind ja teilweise sehr bunt und leuchtend, und in Beziehung eben mit diesen Schriften habe ich mir das so als Thema gesetzt. Es hat mich gefreut, diese Bank gestalten zu dürfen, und ich wünsche allen Salzburger und Salzburgerinnen und auch dem internationalen Publikum hier viel Freude.